Der Augarten im 2. Wiener Gemeindebezirk ist seit längerem ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Seit nunmehr fast einem Jahr machen Anrainerinnen gegen die Verbauung des südlichen Teils, des sogenannten Augartenspitz, mobil. Sie wollen den öffentlichen Grund nicht für den Bau einer privaten Konzerthalle hergeben und haben somit ein permanentes Widerstandscamp errichtet. Sie haben ein Zeltdorf direkt neben dem Sommerkino aufgestellt und laden nun alle Bürgerinnen zum Verhindern der Baumrodungen ein. Heute waren wir Grüne gemeinsam mit Prominenten vor Ort und haben Baumpatenschaften übernommen und die Bürgerinnen unterstützt. Bürgermeister Häupl hat letztes Jahr gesagt, in einer sehr großzügigen Gäste, wie wenn er der Eigentümer dieses Ortes wäre, der Spitz gehört den Sängerknaben. Und wir haben das dann mehrmals im Gemeinderat diskutiert, aber er ist von diesem Punkt nicht runtergegangen. Und ich finde, das ist nicht möglich, es ist nicht sein Privateigentum, das ist öffentlicher Grund. Und er muss sich jetzt dazu äußern und er kann auch noch die Baubewilligung stoppen. Die Baubewilligung ist noch nicht erteilt und ich erwarte mir von dem Wiener Bürgermeister Häupl, dass er diese Baubewilligung stoppt und das Sängerknabenkonzert einen anderen Standort findet. Der Augarten und der Augartenspitz ist öffentlicher Raum. Das heißt, ich bin Miteigentümer dieses öffentlichen Raums als Bürger der Stadt Wien. Und die Eigentümervertretung, die Stadtverwaltung von Wien, hat nicht die Aufgabe, keiner der Miteigentümer hat diese Aufgabe übertragen, diesen öffentlichen Raum zu verschenken oder zu zerstören, sondern sie sollen ihn verwalten und sie sollen ihn schützen und retten. Das andere ist wirklich auch, dass ich finde, dass dieser öffentliche Raum geschützt werden muss, dass die privaten Interessen der Sängerknaben oder des Sponsors der Sängerknaben, dass das einfach wirklich, wenn man es vergleicht mit den Interessen, die die Anrainerinnen und Anrainer haben, die sind für mich einfach nicht überzeugend. Ja, ich weiß, dass dieser Ort hier ein kulturelles Biotop ist. Ich weiß, dass es einfach was Besonderes ist. Ich weiß, dass diese Stadt sich daran auszeichnet, dass öffentlicher Raum mehr geschützt wird als in anderen Ländern bisher. Das scheint jetzt zu brechen. Und was wird dann sein mit Prater, mit Donauinsel, was wird dann sein mit all den Dingen, die natürlich für private Zwecke genutzt werden können? Dagegen müssen wir auftreten, deswegen bin ich hier. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass statt der erwarteten 14-tönigen Bohrmaschine, zumindest bis jetzt, ich will es nicht verschreien, es ist ja heute eine besondere Konstellation, eine himmlische, eine Reihe von lieben, interessierten Journalisten und entzückenden Baumparten aufgetaucht ist und außerdem das Wetter dazu angetan ist, in unser neues Schwimmbad zu hüpfen. Ich sage mal ganz ehrlich, ich setze mich nicht dafür, gegen die Sängerknaben ein, sondern wirklich für die Erhaltung des Ortes und das auch nicht in meiner Funktion als Kultur, sozusagen Organisator, sondern als Bürger der Stadt. Ich habe ganz, ganz lange zwei Minuten von hier in der Praterstraße gewohnt. Ich bin ein regelmäßiger Benutzer und Besucher dieses Ortes. Wir machen zum Beispiel jetzt gerade ein Freiluftkino, da sind jeden Abend 1000 Leute unter den Bäumen im Park. Und ich bin einfach dafür, dass sozusagen die Vielfalt, die Reichhaltigkeit und das Schöne einfach dieses Ortes erhalten bleibt. Und ich glaube, da bin ich ein Bürger wie alle anderen und würde auch gern nicht was anderes sein. Sehr gut. Sehr schön.